Hallo, ich bin Elienix und ich erzähle euch heute, warum in letzter Zeit so unregelmäßig Videos kamen. Einige von euch hat mein Kanal in letzter Zeit vermutlich ein wenig verwirrt. Erst war ich krank, dann war ich wieder gesund, dann wieder krank, dann wieder gesund und dann wieder krank. Und jetzt sind wir hier. Damit ich Missverständnisse aus dem Weg räumen kann und sich niemand unbegründet Sorgen macht, erzähle ich euch heute einfach, was bei mir in den letzten Wochen los war. Begonnen hat alles Anfang Februar. Da wurde ich ganz einfach krank und ich dachte zuerst, es ist ein ganz normaler grippaler Infekt. Ich hatte Fieber, ich hatte eine Verkühlung, ich hatte Husten, einfach alles, was dazugehört. Ein paar Tage später war dann das meiste auch schon wieder gut. Nur den Husten habe ich leider noch eine Weile mit mir herumgetragen, aber ansonsten habe ich mich eigentlich sehr gut gefühlt. Deshalb habe ich mir auch keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Aber dann, am 10. März, knapp einen Monat später, fing alles wieder von vorne an. Hauptsächlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt Fieber und das fand ich dann schon ein wenig seltsam. An dieser Stelle müsst ihr wissen, normalerweise, also in den letzten 26 Jahren meiner Existenz, wurde ich bisher höchstens zweimal im Jahr krank und habe auch ansonsten zum Glück keine gravierenden gesundheitlichen Probleme. Und ja, dann ging auch mein zweiter grippaler Infekt vorüber und ich dachte mir, alles sei wieder gut. Aber nur zwei Wochen später, nämlich am 21. März, bekam ich einfach schon wieder Fieber. Spätestens da habe ich natürlich bemerkt, dass irgendwas mit meinem Körper gerade nicht so ganz stimmt, aber gleichzeitig habe ich auch herumüberlegt und irgendwie waren so viele andere Menschen in meiner Umgebung auch krank. Deshalb dachte ich mir, um ehrlich zu sein, einfach nur, was soll schon sein? Es ist ja nur ein bisschen Fieber. Und vielleicht können das auch einige von euch nachvollziehen. Ich habe oft Angst, die Zeit anderer zu verschwenden. Und das beinhaltet natürlich auch Ärzte und Ärztinnen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Video mache. Denn wenn du auch diese unbegründete Angst hast, aber merkst, dass was mit deinem Körper nicht stimmt, dann lass dich bitte untersuchen. Ich bin im Endeffekt nämlich dann nach langem Hin- und Her-Überlegen am gleichen Tag doch noch zu meiner Ärztin gefahren. Dort wurde dann mein Blut untersucht und ich hatte bzw. habe eine bakterielle Infektion. Seit etwas mehr als einer Woche nehme ich nun Antibiotikum und ich muss sagen, es geht mir zum Glück schon viel, viel besser. Es ist grundsätzlich auch nichts Schlimmes, also zumindest scheinen die Medikamente anzuschlagen und bald ist das Ganze hoffentlich auch Geschichte. Aber was ich an dieser Stelle natürlich auch betonen möchte, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht zu meiner Ärztin gegangen wäre. Und da ist mir eben wieder einmal bewusst geworden, mit seiner Gesundheit sollte man niemals leichtfertig umgehen. Deshalb nochmal, du kennst deinen Körper am besten. Solltest du irgendwelche Bedenken oder Symptome haben, lass es abklären. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Und was euch alle vermutlich auch interessiert, ich hoffe, dass ab nächster Woche meine Videos wieder regelmäßig kommen werden und auch wieder Streams stattfinden werden. Aber ich verspreche nichts, das hängt natürlich von meinem Gesundheitszustand ab. Aber ganz egal, wann mein nächstes Video kommt, ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!